Moin Freunde, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Euer Karl Spider ist wieder hier am Start und wie ihr seht, es ist dunkel. Das heißt wieder Fütterungszeit. Also, ich würde mal sagen, wir starten jetzt rein. Und ganz kurz noch vorab, ich werde das jetzt aufteilen, dass ich jetzt zum Beispiel das erste Pachypäm mache. Dann kommen meine Monocentrophus bifora, die Theraphosas, Lepidora, dann die Baumbewohner und ja. Abfahrt. So, auf geht's. Einfach macht hier die gute Prepelma Smitty, das Weibchen, um genau zu sein. War wunderschön, dieses Tier. Ich liebe sie. Sehr gefräßig. Wie ihr gerade gesehen habt. Wasser, Wasser, Wasser. Da haben wir frisches Wasser. Wieder ein bisschen überlaufen lassen, nicht? Damit das alles hier passt. Dann holen wir da nochmal eben Sachen heraus. Perfekt. Und fertig ist. Dass eine ganze Menge kommt, aber dazu dann im entsprechenden Video mehr. Was hast du denn hier gemacht? Ach du Scheiße. Ja gut. So war das ja eigentlich nicht geplant, aber der Gute, er freut sich jetzt scheinbar an der ganzen Erde, die er hat. Wie man hier sieht. Also nur kurz zur Erklärung. Das Stück war eigentlich hier hinten und ging so schräg rein. Ja. Aber wenn es ihm gefällt, ich meine, ist ja sein Zuhause, ne? Sollen wir mal eben gucken, wo ist denn das Heimchen jetzt hin? Ah, das? Ne. Da liegt hier noch. Kleines. Das ist ja immer ein bisschen schüchtern, der Gude. Ist hier noch ein bisschen frisches Wasser. So. Und dann. Ja, übrigens, ich mache das immer. Ich habe ja hier die Schilder dran. Wenn der gefressen hat, oder wenn die gefressen haben, sind die Schilder vorne. Wenn nicht, dann hinten. Damit ich am nächsten Tag, also morgen, werde ich jetzt nochmal kontrollieren, ob da gefressen wurde oder nicht. Und das erleichtert mir das halt anhand dessen, dass ich das so einfach von außen schon sehe. In ihrer Höhle. Suchen wir hier was Kleines. Oh, super. Und dann machen wir hier auch wieder zu. Klasi, die Brachypelma Klasi, die ich habe, die sind super klein, aber hier seht ihr es auch gleich eines der Tiere. Das heißt super klein, die haben sich schon gut gemacht. Deswegen sitzen ja auch hier. Ein bisschen wieder hoch. Da. Dort. Und noch ihre kleine Nymphenzeichnung. Kein Anschein, dass da mal was anderes kommt. Und es gibt hier eine Fauchschabe. Gucken, ob sie die möchte. Ne. Aber gut, du musst da jetzt mal eben kurz ein bisschen. Gut. Passiert ja nichts. Jetzt hier ein bisschen im Wasser. Mal schauen, ob sie die Schabe dann nimmt. Ansonsten gibt es hier noch einen kleinen anderen Snack. Ups. Was ist das? Ja, so gut. Die machen das schon.
So, erstmal wieder Wasser. Und kleines, ihr sehen könnt, liegt hier oben der Haut. Das hat den Grund, dass er sich letzte Woche gehäutet hat, also jetzt nicht erschrecken. Kleiner Disclaimer vorab, es kommt folgt eine wunderschöne Spinne. Einfach, oh, Brachypermaalbizeps. Guckt euch das an, das ist doch einfach wunderschön, oder? Jetzt mal ehrlich, Freunde. So. So, wirklich mit einer der schönsten Brachypelmen. Und auch sehr verfressen. Es macht echt Spaß, die zu füttern, weil die knallen immer drauf, sind super gefräßig, wollen dann auch noch mehr. Macht einfach Spaß. Ich bin sehr gespannt, was wir da für Geschlechter dann haben. Bisher hat sich noch keiner unter den Rock gucken lassen. Weil sie immer meinen, die Leute zerstören zu müssen. Das ist auch richtig gut. Das hier vorne hat die zugemacht und hat sich dann einfach hier reingebuddelt. Wieder justieren hier. Ich denke, dieses Heimchen wird die Nacht überleben und dass sie dann morgen auf die Häutungsebene kommt, aber warten wir es mal ab. Ich meine eigentlich, ich hätte die drei vorhin alle draußen gesehen. Hallo Schätzelein. Also wenn du Hunger hast, fass ich einen Besen. Wenn du die jetzt nicht sofort nimmt, dann nehme ich das Futtertier auch wieder raus und packe sie zur Häutung. Aber ihr seht ja, die Bude ist sehr gut genährt. Aber na, hat auch gar keinen Bock. Da versuchen wir es auch gar nicht weiter, weil guckt es euch an, ne? Also ich habe zu diesem Zeitpunkt übrigens auch 2 Wochen Fütterungspause gemacht. Hat sie jetzt scheinbar gar nicht gestört. Also kommt ihr jetzt erstmal auf die Häutungsebene. Also das zeige ich euch demnächst mal, wenn ich euch meine neue Anlage hier vorstelle. So, was haben wir hier? Ah, wir sind jetzt bei den Hamoris angelangt. Eins der schüchternen Tiere meiner drei. Und zwar hat die Gute hier einen Eingang, da einen Eingang. Ja, das war's. So, Safety First, immer schön Plan B parat haben. Ne? So, alle umgeräumt, alle wieder da. Und weiter geht der Spaß. Und zwar mit Terrafosa Stürmi. Das Stativ macht mich noch fertig. Ging schnell. Ja, Terrafosa, ne? Ja, die sind halt immer Drupp, Drupp, Drupp. Die sitzt auch direkt hier. Direkt unterm Deckel. Das heißt, ich mache das jetzt auf. Und habe dann aber direkt ein Futtertier parat, um sie zu besänftigen. Mausi. Alles gut, die sind da sehr präzise. Ach, hast deine Haut mal rausgebracht, ja? Wie gütig von dir, meine Süße. Ja, ist alles gut. Alles in Ordnung. Schaut euch mal an, wie wunderschön die ist. Ups. Muss aufpassen, wo ich hinatme.
Das macht sie mal ein bisschen nervös. Sie machen, sie häutet sich immer hier oben in der Ecke, also oben links. Und ja, hat er die Haut einfach zum Auslutschen reingenommen. Ich glaube, das wird jetzt bald Zeit für einen Umzug. So groß wie du jetzt geworden bist, Mäuschen. Alter Schwede, ey, was die für Sprünge machen, das ist nicht normal. Vor allem, wenn die so in dem Loch drin sitzen, ne? Ihr habt sie ja gerade gesehen. Und das ist halt in dem Loch drin und das denkt man halt gar nicht. Und dann kommt die raus und dann siehst du dann einfach so ein Monster da antanzen, ey. Das ist der Wahnsinn. Ich mag einfach die großen Vogelspinnen, ich kann es nicht oft genug sagen. Aber die großen, das ist einfach, das ist voll meins, das ist einfach wunderschön. Ich freue mich schon so sehr, wenn die Mädels adult sind. Also ich gehe jetzt momentan davon aus, die beiden, die ihr jetzt gesehen habt, dass es zwei Mädels sind. Und die zwei, die jetzt kommen, sind Männchen. Aber mal abwarten. Also falls jemand Interesse hat, sobald ich es sicher weiß, also ganz sicher weiß, oh, guckt euch das an. Wunderschön. Also sobald ich es sicher weiß, möchte ich gerne das Männchen, das eins, beziehungsweise beide Männchen am liebsten, tauschen gegen andere Männchen. Weil Geschwisterverpaarung finde ich jetzt nicht so geil. Das hast du mir gemacht, Kollege. Da war der. Ich dir jetzt versucht, den Wassernapf da wieder auszubuddeln. Ballerst du mir nur in die Pinzette? Deswegen machen wir das anders. Ich bringe ein bisschen Bestechungsgeld mit. Du magst es ja lieber Naturalien. Deswegen. Ich weiß, ich habe es schon beim letzten Mal schon gesagt, aber bei denen, wenn die nicht fressen, kann er sicher sein, die häuten sich. Deswegen kommen die bei mir auch immer direkt, wie sie sich weigern zu fressen. Immer direkt das andere Regal, die andere Etage. Weil da kommt wahrscheinlich ein paar Tage später schon die Häutung, weil die fressen auch wirklich bis kurz vorher, ne? Ach, hallo, da hat sich also noch jemand gehäutet. Hier hoffe ich ja immer noch, dass es ein Weibchen ist. Kein Männchen, wie ich denke. Weil dieses Tier buddelt sehr, sehr, sehr viel. Wie ihr hier auch sehen könnt. Das ist echt der Wahnsinn, aber. Ja. Mein Problem mit der Ravose, seht ihr das? Das ist der Arsch. Das, was wir eigentlich brauchen, um zu gucken, welches Geschlecht. Ja. So läuft das irgendwie bei jeder heute. Bei meinen vier ab. Deswegen ist das mit der Geschlechter bestimmt gar nicht so einfach. Aber ich hatte bei allen schon eine Haut. Und aufgrund der Größe von Terrafosa schon von Geburt an, sag ich mal, ist es ja recht einfach, die zu bestimmen. Und deswegen, ja, doch, ich wollte schon sagen, als ob du mal keinen Kohldampf hast. Also, das war ich die verfressteste von allen eigentlich. Aber da ich jetzt momentan so reinatme, wenn ich spreche, ist das ein bisschen blöd. Anscheinend stört sie das ein wenig. So, weiter geht's. Mit Lassiodora Paribana hier gleiches Spiel. Oder ist die nicht mehr draußen? Doch, doch, die sitzt oben auf ihrer Höhle. Das sind halt auch richtige Bulldozer, ne? Du willst noch eine? Na hier. Habt ihr das gesehen? Wir sehen da nochmal. Ich glaube, wir machen jetzt mal wieder seinen Deckel drauf. Ja. Die andere wird sich auch noch holen. Bei Bedarf. Lass sie doch Paribana, ich finde, die sehen einfach jetzt in der Größe schon einfach wunderschön aus. Ne? Die sind ja auch schon groß, 10 cm Körperlänge, wie ihr gesehen habt. Sind einfach verfressen wie eh und je.
So, da ist er. Hat sich auch vor einer Woche gehäutet. Hat jetzt auch die Tage ihre Haut rausgebracht. Und dann schauen wir mal. Ne, willst du noch nicht? Die ist ja schon eine Woche her, aber gut. Also wenn das Tier so reagiert. Dann. Nehmen wir das Futtertier auch wieder raus. Ne? Also, der hat ja scheinbar Angst und das müssen wir auch nicht ausreizen. Dann bekommst du diese Woche noch kein Futter. Also das kann ich vergessen, da irgendwie noch den aus der Napf rauszuholen. Aber hier vorne mal ein bisschen was hin. Für ein bisschen Feuchtigkeit, weil die Euphoris, die brauchen ja nicht so viel. Aber bei Euphoris ist halt immer recht ja, langweilig. Deswegen werde ich das mal an der Stelle pausieren. Bei Euphoris mache ich eben alleine. Außer wenn da eine mal bei ist, die da sich zeigen will zum Fressen. Also sag ich mal bis gleich. Jetzt hat anscheinend auch eine gehäutet und mal die Haut rausgebracht. Aber die stand auch aus dem Häutungsregal, weil alle Schotten dicht waren. Naja. Jetzt sehen wir mal. Stell scharf. Ja, wie klein die sind. Das heißt, klein, die sind jetzt auch schon so. Zentimeter, anderthalb, zwei Körperlänge. So eine spätere Gruppe, die ich geholt hatte. Hier wieder mein absoluter Luthes-Lieblingstier. Die ist auch draußen. Sehe ich sofort. Ach, die ist einfach klasse. Ich liebe dieses Tier. Ich hoffe es so sehr, dass es kein Männchen ist. Bitte drückt mir da mal alle fest die Daumen. Weil die ist einfach so klasse, ey. Na, Spazi. Was die hier auch am Weben sind, die Euphorien, ne? Ihr habt sie ja hoffentlich gesehen. Ist leider abgehauen. Aber das ist so ein tolles Tier, auch vom Charakter her. Die ist nicht so aggressiv, wie die, die ihr Euphorie-Video gesehen hatte mit dem großen Terrarium. Sondern die sitzt halt einfach da, wie ihr es gerade gesehen habt. Und wenn sie zu viel wird, geht sie halt einfach rein. Also. So, fast fertig. Noch die letzte Charge hier. Jetzt sind wir bei den Baumbewohnern angelangt. Und zwar hier meine erste Caribena versicolor. Ist ein wunderschönes Tier geworden. Hat sich auch vor längerem gehäutet. Und färbt sich jetzt immer mehr um. Schade, dass er sich jetzt ein bisschen versteckt. Feuchtigkeit rein. Merkt jetzt schon, was Phase ist. Ich würde schon sagen, warum ist denn auf einmal so gemächlich, meine Liebe. Das ist halt das Faszinierende, ne? Das hatte ich jetzt schon mal gehört, aber jetzt noch nie so wirklich mitbekommen. Und zwar, dass die Tiere auch manchmal von Häutung zu Häutung ihren Gemütszustand ändern, ne? Also das ist schon faszinierend. Normalerweise war sie eine ganz aggressive Fresserin und jetzt eher so ein bisschen. Jo, ich habe schon Hunger, aber ich beiß erstmal rein. Schon interessant, ich sehe schon, hier hat sich jemand gehäutet. Und, jo. Also hier, Spinne, da Haut. Hier kommt Wasser. Wieder schön feucht machen. Was ich jetzt auch öfter schon gehört hatte und so, ist einfach wie feucht bei der Aufzucht für die Caribena versicolor. Und ich mache es halt so, dass ich ja, einmal die Woche beim Füttern feucht mache und auf eine gute Belüftung achte. Und
Ist ja keine Probleme. Ihr wisst ja auch, ne? Ich nehme euch gerne mit. Aber ich werde jetzt nicht die Tiere extra produzieren, nur damit ich die Fütterung filmen kann. Na, hübsche. Aber sie ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen mutiger geworden. Schön. Dann gehe ich wieder rein. Moment, da kann ich das mal zeigen. Das ist einfach der Hammer, oder? Einfach der Wahnsinn. Karabiner Versicolor. Nee, nee, nee. Du bleibst schön drin, Schätzelein. Komm ich hier denn dran? Ein bisschen ausmehr für mich. Ja, da komme ich dran. So. Zack. Aber so wie das ausschaut. Mann, ey, das ist echt schlimm. Dass die immer die Haut da kaputt machen, da so auslutschen, ist ja okay. Ne? Da können sie auch ruhig machen. Habe ich ja kein Problem mit. Da, dass sie mir die immer so kaputt machen, dass ich nicht einfach mal nach dem Geschlecht gucken kann. Ich brauche nur eine einzige Haut, die sie mir mal ganz lassen. Und da was hier, das ist jetzt die Haut, oder? Ah, schade. Na gut, steckt man nicht drin, ne? Seht ihr das? Ist anscheinend in der Haut stecken geblieben. Schade, Marmelade. Oh, das ist jetzt echt blöd. Gut, aber steckt man nicht drin, ne? Wie ihr seht hier. Moment. Hier ist er noch feucht. Daran wird es nicht gelegen haben, aber. Das ist doof, ja. Naja. Da macht man nichts, ne? Gleich mal hier beiseite stellen. Ich hätte schon aufgehört, dass da wohl auch öfters zu Ausfällen kommen kann bei Carabiner Versicolor. Aber nachdem es bei den ersten dreien geklappt hat, habe ich gedacht, so, vielleicht ist es nur ein Mythos. Aber. Scheint leider nicht. Na gut, hier ist noch genug Feuchtigkeit drin. Da sitzt die kleine Maus. Nur was Kleines. Ja. So. Uiuiui. Da geht sie direkt drauf. Ja, geh ruhig runter. Moment. Da erkennt man es. Ja, manche von denen haben halt echt keine Probleme mit sowas. Ne? Also, die sind sehr selbstbewusst, aber. Ja. Das geht schon runter. Das hat dein Futter. Super. Ihr seht ja auch, warum ich die Blätter da drin habe. Nämlich die halten auch gut darunter die Feuchtigkeit und geben das dann halt immer noch gut an die Umgebung ab. Na ja, noch hier mal einen großen Kohldampf. Da haben wir noch ein kleines. Wird auch anscheinend richtig Hunger. Ach Mist, haben wir jetzt gar nicht gesehen, ne? Und die wird sich die schon holen, die ist auch noch feucht genug. Ich gucke mal eben in der App nach, ob ich die Häutung hier eingetragen habe, bis das bei allen drin stehen. Weil ich kontrolliere eigentlich zwei, dreimal die Woche. Das ist meist Montag, Mittwoch, Freitag. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut. So. Dann das nächste Exemplar. Oder hier noch ein kleines. Gucken. Nö. Okay. Dann gibt es das einfach so rein. Die holen sich das ja zum Glück selbstständig.
Das finde ich auch immer so interessant, wenn man von einer Art mehrere Tiere hat und die so nebenbei aufzieht, dass die auch alle so unterschiedlich sind, ne? Oh nein, nicht noch eine. Ja, das ist doch saure in der Haut stecken geblieben, what the fuck? Seht ihr das? Da schaue ich erstmal noch, weil da kann es sein, dass sie hier noch lebt. Keine Ahnung, was da los ist. Schade, schade. Aber da habe ich noch Leben gesehen. Ja. Ihr seht ja, die anderen sind ja auch topfit. Also daran wird es nicht liegen. Wasser geben mache ich auch einmal die Woche, auch wenn ich nicht füttern sollte. Was ich bei den Kleinen ja prinzipiell nicht mache. Also, die kriegen jede Woche trotzdem weiter ihr Futter. Da habe ich sogar überlegt, ob ich das mal erhöhe auf zweimal die Woche, aber hat dann gesagt, so, nee, vielleicht ein bisschen übertrieben. Hier brauchen wir gar nicht hoffen, dass man da irgendwas sieht. Denn die Psammopyrus Comfrey Sky, die haben hier hinten den Korkröllen, seht ihr das? Moment, hier haben die ihre Gespinste gebaut, ihre Höhlen. Ah, war da gerade ein Tier? Ja, hier. Moment, da läuft was. Ist jetzt direkt erstmal am Trinken. Gönnt sich den Tropfen, wenn er gerade an der Scheibe ist. Sehen wir hier jemanden? Ne, aber das Gespinst sieht man ja sehr schön. Sie machen das halt auch wie Psammopyrus Eminia mit diesen Wohnröhren. So. Ach, wie cool. Seht ihr das? Muss ich auch mal ranzoomen eben. Hier, da hat sie sich was Neues gebaut. Wo sie hier sich schon was gebaut hatte. Sogar sehr extrem. Dann kann ich das zeigen. Hier seht ihr das? Hier ist eine Röhre, da ist eine Röhre. Da hat sie da hinten jetzt angefangen. Echt nicht schlecht. Wo soll das denn noch hinführen? So, müssen wir mal eben wieder wässern. Das sei ja auch immer großzügig, weil ich nur einmal wöchentlich sprühe. Oh. Achso, wir retten den Kollegen hier. Unser Paar steht eigentlich. Was bist denn du? Ach, setzt sich auch hier. Schön was gesponnen. Sieht man es mal ganz gut. Gebe ich bis unten runter und dann noch hier so rein. Richtig cool. Ich mal den Schlauch hier ein bisschen weiter reinmachen. Ja, noch ordentlich Wasser reinkommt. So, das war die heutige Fütterung. Ja. Leider auch zwei ernüchternde Erlebnisse gehabt, aber ich sag mal, es gehört leider einfach mit zum Hobby dazu. Und dann kann ich immer alles glatt gehen und alles so funktionieren, wie man es gern hätte. Aber trotzdem schade. Bei dem einen Tier gebe ich die Hoffnung nicht auf, da werde ich jetzt morgen nochmal gucken, ob es sich gemacht hat. Das eine haben wir leider verloren. Steckt man nicht drin. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem irgendwie was mitnehmen. Ja. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Denkt noch an Like nach oben, Daumen nach unten. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet. Ihr kennt das Spiel. Und lasst mir gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Was seht ihr so? Will ich gleich mal ranzoomen. Hier. Ist denn hier ein Gespinst? Ach, hier kann ich das vielleicht mal ganz gut zeigen, warum ich die Blätter drin habe. Hier darunter ist noch. Ist alles noch feucht. Ist hier auch immer schön. Hat die sich gehäutet? Die ist ja gerade weggegangen, oder ist das? Ja. Eine Mini-Haut. Die mit Gespinst an der Pinzette klebt.
Supi.